Jetzt bin ich seit einer Stunde online und sehe nicht, dass mein Mikrofon aus ist. Ah, ist das geistig wieder dünn. Okay, also es sollte eigentlich nicht offline geschaltet sein. Und ich laber und laber und laber. Das tut mir echt leid, das war hinten und vorne nicht geplant. Receiver reicht ja aus, ne? Zwei. Channel 5. Ups. Das hier. Oh Gott. Vier. Thank you.
Receiver. Junge. Na, was los? Sag mal. Immer wenn ich zu dir komme, so, oh nö. Ja, findet hier zu viel statt, aber eigentlich kann das ja nicht die Performance beeinflussen von der Internetleitung, dass hier einfach zu viel übertragen wird, oder? Höchstens, also bei mir habe ich da weniger Probleme, weil wegen Sprachchat, so ich glaube, das kann schon ein bisschen kicken fürs Internet. Ja. Ist mir auch mal aufgefallen, wenn ich in einer Gruppe bin oder so und da sind mehrere drin, desto mehr reinkommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich rausfliege. Ja, okay. Ja. Ja, aber immer noch besser als ich und du streamst keine Stunde lang und vergisst das Mikrofon anzumachen. Okay, das ist mir noch nie passiert tatsächlich, ja. Ja, nee, ich musste vorhin schnell weg und habe einfach wild auf dem Tablet gedrückt. Und hab Mikro und sowas alles ausgemacht und dann, ja, vergessen wieder anzumachen. Auch nicht schlecht. Naja, ja. Ja, dann lass mal testen. Jau. Schiebt rein, sagst du? Ja, ich sehe nur nichts. Oh mein Gott. Oh. Ah. Jetzt weiß ich, warum ich... Okay. Oh, cool. Du hast eine blaue Eisproduktion hergestellt. Aber das hat sich jetzt echt in Grenzen gehalten. Ich glaube, ich habe eine Herzleiste abgezogen bekommen. Okay, das geht ja. Jo. Hau mal einmal auf mit deinem Schwert auf meine Rüstung. Okay, das geht. Dein Schwert macht gar nicht so viel Schaden. Bei mir habe ich überhaupt keinen Schaden gemacht. Ja, nee, also ich sehe, dass meine Rüstung ist ja von... Warte.
Mechanism. Ah, okay. Dann deswegen, da wird Strom abgezogen. Oh mein Gott. Ja, aber ist noch die Standardrüstung so. Da muss ich noch ganz viele Energy-Upgrades raufhauen, damit die noch OP-er wird. Ja. Irgendwas funktioniert bei mir anscheinend nicht richtig. Okay, was passiert? Du kannst ja im Inventar kannst du ja einfach, dass die ich sag jetzt mal, die Cosmetic Armor ausziehen. Also ausschalten, sag ich jetzt mal, ne? Das, genau. Das zählt für alle Spieler. Und wenn ich... ja. Also... Okay. Und da bist du bei mir komplett unsichtbar. Und ich sehe, dass du in der Offhand, glaube ich, ein Totem of Undying trägst. Nee, das ist auch mein Amulett-Slot gebunden. Ah, okay, ja. Du kannst das Totem auf dein Amulett-Slot legen, quasi. Also, ja, genau. Charm-Slot ist das. Ah, okay. Ja, das schwebt einfach mit dem Rucksack zusammen und deinen Handschuhen. Okay, und sonst habe ich jetzt nichts an, oder? Nee, auch dein Skin ist weg. Also, es schwebt gerade vor mir ein. Zwei Handschuhe, das Mechanism-Tool, ein Rucksack und hier die Toten of Undying. Ja, krass. Und ich glaube, ein Jetpack trägst du noch her. Ja. Das sieht man auch noch. Ja, das guckt unten unserem Backpack ein bisschen raus. Das stimmt. Ja, sieht sehr lustig aus. Ja, nicht schlecht. Nicht mal mein Cape siehst du also. Nee, gar nichts. Das ist ja komisch. Das sieht einfach so aus, als ob ein Geist vor einem steht, der Handschuhe anhat. Jetzt siehst du was? Aber Moment, ich... Nö, einfach komplett unsichtbar. Ich denke mal, das ist irgendwie Resource Pack und die Mechanism Mod. Ja gut, ich habe ja sonst die Deko Mod jetzt drüber, hier diesen Zauberanzug. So. Genau, den sehe ich auch alles, ne? Und dann taucht auch dein Skin auf und so weiter. Na okay. Aber Mechanismen halt nicht. Ja. Ah. Das ist auch cool. Der muss wohl nochmal ein Fix rauskommen, ne? Für Mechanismen. Entweder das oder es kann sein, hast du da irgendwas mit, dass du für Hostile Mobs unsichtbar bist? Gibt's da überhaupt ein Update für? Das kann man updaten, aber nee, ist nichts drauf. Das ist Clean-Mechanism-Rüstung. Also da ist noch kein Upgrade, kein nichts drauf. Sonst schmeißt... Du kannst die Mechanism-Tools schon in dem Sinne verzaubern. Also nicht auf Standard-Vanilla-Ebene, das geht nicht. Also die normalen Verzauberungen gehen alle nicht, aber du kannst die auch auf Apotheosis verzaubern, die ganzen Sachen. Von daher... Also musst du die mal eben kurz rüberschmeißen, dann kannst du dir das mal angucken. Musst du noch deinen Deko-Rüstung ausmachen. Nee, das musst du selbst im Inventar machen. Oh ja, ist bei mir auch. Das sieht sehr lustig aus. Ja, du bist unsichtbar. Da schwebt so ein Jetpack, ein Gürtel, zwei Handschuhe und ein Schwert. Jetzt liegt nur noch der Handschuh und irgendein Jetpack. Ist das kacke. Das sieht ja komisch aus. Ja, aber ich weiß es nicht. Im Inventar wird Kries aber vollständig dargestellt. Aber bei dir ist das auch? Ja, bei mir ist das auch. Ist ja genial. Oh, ich sammle es gerade selbst wieder auf. Und? Ja, wegen Ding, Jetpack. Ding in Sachen. Nee, so. Nee. Magneten. Genau. Du verschwindest jetzt auch einfach bei mir. Jetzt ist der Kopf weg. Jetzt müsste ich wieder da sein, ne? Ja, Alter, das ist ja geil. Okay. Ja, lol. Aber ich wusste ich nicht. Also, wenn ich mich mal unsichtbar machen will, Handschuhe, Jetpack aus, Rüstung auf Kosmetik auszumachen und dann kann ich ihn geil. Dann schwebt da nur noch so ein Name. Die Kosmetik muss leider, hier, wie heißt das? Obwohl, du kannst sie auch einfach selbst ausziehen, ne?
Ja, nicht nur aussehen, ich kann die ja auch deaktivieren bei mir. Genau, aber dann ist sie nur bei dir deaktiviert. Nicht bei allen anderen Spielern. Stimmt, wenn ich dich ohne Kosmetik ansehe, ja, stimmt. Ja. Wusste ich gar nicht, dass du das selber deaktivieren musst. Jo. Ja, die muss ich jetzt auch ausziehen. Die Taucherausrüstung, das sieht auch bescheuert aus. Auch fand ich immer cool, hab das. Das muss es doch geben, oder? Construction Helmet? Ich finde ja von Twilight Forest den einen Helm ganz geil. Wie heißt der nochmal? Ne, Phantom Helmet ist glaube ich. Oder der Yeti Hornet Helm ist auch ganz cool. Sehe ich gerade. Knight ist auch nicht schlecht, hat auch noch so ein bisschen was. Aber das Phantom ist noch geiler, weil der hat so richtige Hörner, also das so als Deko-Rüstung eigentlich ganz cool. Ja. Du kannst ja auch die Trophäen auf deinen Headsblock legen und dann kriegst du die Sachen von den Trophäen quasi als Kopf. Echt? Also heißt, ja, also wenn du zum Beispiel den Urgas-Profi hast und das auf dein Headslot legst, dann siehst du aus wie so ein Urgas und hast auch diese Tentakeln da an der Seite an deinem Kopf. Oh, ist das geil. Und dann kannst du zusätzlich noch Deko-Rüstung drauflegen, zum Beispiel jetzt mein Zauberhut und die Zauberrüstung, wenn du den Urgas als Profi-Head nehmen und dann bist du so ein Urgas als Zauberer. Hier siehst du richtig creepy aus. Ach Gott, ist das so schön. Ja. Und da hast du ja noch die ganzen anderen Slots, Ringe, Farms und keine Ahnung, da kannst du ja echt noch viel machen mit deinem Deko-Kram. Ja, ich hab irgendwo ganz dunkel in Erinnerung, dass du kannst ja auch Köpfe anziehen, ne? Headslot hast du ja an der Seite, auch wo du deine Ringe reinpackst. Das siehst du ja auch überall. Oh mein Gott. Den Headslot drauf, was du als Köpfe reinpackst. Zum Beispiel diese Fireflies von Twilight Forest kannst du auch auf deinen Kopf setzen und dann... Ah, Creeper. Ja, ich war gerade am überlegen, war das nicht, dass du irgendwie ein... Oh mein Gott. Musste das ein Player-Head sein eigentlich? Du kannst auch Player-Heads. Also wenn du mich hier einmal schlägst mit einem bestimmten Schwert, kannst du meinen Kopf bekommen. Und dann kannst du auch meinen Kopf aufsetzen zum Beispiel. Ich war irgendwie der Meinung, du konntest, glaube ich, Köpfe auch umbenennen. Dann hast du die bekommen. Das kann auch sein, das weiß ich jetzt bloß gar nicht mehr so ganz genau. Dann hätte ich jetzt einfach gegoogelt nach einem Namen von einem Typen, der einen Bauhelm trägt. Ah, Bauarbeiterhelm, stimmt, du. Ja, nee, das geht nicht. Schade. Hier habe ich was gefunden. Ach, es gibt ja so viele bescheuerte Sachen. Oh mein Gott. Okay, das dauert ewig. Ich habe gerade einen von der Inquisition gefunden. Priest Mask. Okay. Ja, echt viele Helme hier, ey. Cultist Head. Blutbier. Oh mein Gott. Der Warden-Helmet sieht ja auch geil aus. Ja, das dachte ich auch gerade. Wenn du ein Warden-Upgrade brauchst, ich habe auch einen. Nee, Warden-Upgrades habe ich leider nicht. Ich schon, deswegen, ich kann das duplizieren, wenn du willst. Dann kannst hast du dir auch eins, was du. Oh ja, das wäre super. Mir fehlt. Eis. Also ich habe einen ganzen Haufen Echo-Shards, aber mir fehlt die Warden Carapace. Was? Ja. 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 Das kann man aber auch durch einen Warden die Karte kriegen. Ja, also, genau. Ah, nice. Ja, nee, ich kann dir das. Warte mal, ich hab doch hier. Ich mach das mal eben. Denn ich habe ja auch jetzt einen Wireless Terminal da. Ja. Welches hast du da eigentlich von? Nur das Standard Crafting oder hast du auch dieses, wo du alles drin hast? Ich habe erstmal nur das Standard Crafting gemacht.
die anderen... Hast du zufällig noch einen Skalk, was du mir zuwerfen kannst? Skalk? Ja. Aus der Wardenhöhle. Das ist das, was an den Wänden dran ist. Blöcke. Oh nee, ich habe keine Skalk-Blöcke. Ah, na, dann muss ich erst wieder mit das... Warte. Los. Oh. Nee, doch nicht. Nee. Magnet und so. Ja. Ja, ich dachte mir, das geht schneller. Wenn du da hin und her teleportierst, dann geht dein Internet wieder in die Much. Ja, ich glaube, das ist ja hart. Nice. Jo, super. Ja, die Boah, das wollte ich auch noch machen. Es gibt, glaube ich, eine Schallplatte vom Warden-Sound oder so. Oder ich... Kann man den Kopf irgendwo hinsetzen? Dann spielt die ganze Zeit diese Warden-Musik. Ich glaube, eine Schallplatte gibt es. Es gibt ja so viele Schallplatten, ne? Ja. Es gibt ja sogar richtige Lieder hier drin. Ja, die würde ich aber nicht spielen. hier, wie heißt das? Da kriegt man ganz viele Copyrights-Sachen bei Twitch. Mhm. Und bei YouTube erst recht. Oh ja. Twitch geht ja noch einigermaßen zu YouTube. YouTube ist ja direkt am Start und sagt so, nee, nicht bei uns. Ja, obwohl das... Wenn du ganz viel Glück hast, dann sagt der Copyright-User einfach nur, dass er deine Monetarisierung haben möchte und das trotzdem in deinem Video lässt. Ja. Nee, ich habe ja hier, wie heißt das, Epidemic Sounds und damit spiele ich Musik und so weiter. Aber die werden zwischendurch auch einfach von Twitch erkannt. Ach krass. Ja, und dann wird dann so ein Teil vom Stream einfach stumm geschaltet. Ja gut, das ist ärgerlich. Aber ich hatte mich schon gewundert, was du so nutzt, so ob Spotify mit einer bestimmten Copyright-Playlist oder so, aber wer weiß es ja nicht. Aber manchmal voll die epische Musik bei dir, so bist du am Bauen und einmal baut sich die Musik so übelst auf, so episch, so ich denk so, oh, was ist denn da los, epische Musik jetzt? Ja, nee, ich bin in der Hinsicht, will ich mir keine Gedanken machen, sag ich jetzt mal, und dann gebe ich da mal gut und gerne die 15 Euro, glaube ich, im Monat dafür aus. Und die höre ich auch so, also das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, dann. So. Ja. Nee, aber krass, das hat ja auch ordentlich Schaden gemacht, das Gefühl, ey. Ja, es ging. Das war ja nur ein. Ja, also du hast aber auch eine gute Rüstung, das darf ich nicht vergessen. Hättest du nur dir oder so, hättest du ziemlich auseinandergehauen. Und auch wenn du nur nicht so 102 Herzen hättest, sondern nur Standardherzen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. So Standardmobs, die haust du alle um, so, ne? Ja, das ist super. So eine Batterie im Rucksack eigentlich? Nee, warum? Oder hast du hier irgendwie Wireless Charging irgendwo an? Ja, dauerhaft. Dimensionsweit. Achso, also wirst du quasi immer geladen hier. Genau. Ja, in was allen denn? Dimensionen. Mit Flux Networks kannst du in irgendeinem Tab einstellen, dass welche Slots von dir geladen werden sollen. Krass, weil meine Rüstung aufgeladen ist jetzt wieder so und die war vorher ein bisschen down und jetzt so, wo du die anhattest, auf einmal ist sie jetzt wieder voll. Ja, weil die einmal im Inventar drinne war. Ja, krass. Kann ich nur empfehlen und ist spottbillig. Ja, ich habe mich mit Flux noch nie so auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ich benutze immer die Quantum Cube, so einen Mechanismus, um meine ganzen Sachen hin und her zu schieben. Ja, also das ist wirklich extrem einfach. Du hast einen Controller und das war's.
Ach was, ja, das ist ja dann. Und dann hast du nur noch diese Punkte, die du hinten an die Maschinen. Genau, genau. Und das war's wirklich. Also das ist easy going. Und wie machst du das mit deinen Kisten da, mit dem, sag schnell, dass du die ins System so schnell importieren lässt oder raus exportieren lässt in die Kiste, falls du mal was baust und so, dass das sich ja mega komplett wegskriegt. Oh, bin schon wieder weg. Oh, ich nehme schon wieder die ganze Zeit auf. Verdammt. So. Mehr. Ich seh so viel. Ja, wenn du mal mitkommen willst. Jo. Das ist relativ einfach. Ich habe hier oben eine Chest drauf. Mhm. Links ein Importer, rechts ein Exporter. Und dann werden die einfach nur über, mit Redstone-Signalen gesteuert. Achso, also heißt, wenn ich den anmache, dann wird es rausgezogen und ins System gepackt. Und wenn ich den anpacke, dann wird das in die Kiste reingepackt. Und dann muss ich wahrscheinlich das Item, was ich haben möchte, hier genau, Blackstone, dann da reinpacken. Genau. Das ist halt total easy. System, ne? Genau. Und okay, das, das Coole am Builder ist, du kannst auch einfach random Sachen machen, wie jetzt hier zum Beispiel den Tunnel nach unten. Da habe ich einfach die Blöcke, die ich haben will, packst du rein und der wechselt immer zwischen den Slots hin und her. Also da ist ein Zufallsprinzip drin. Wow. Also heißt, wenn ich schwarz-weiß-blau, keine Ahnung, dann ist hier alles schwarz-weiß-blau. Ja, genau. Und das in einer Random Order. Das ist cool. Das hat was gespielt. Also brauchst du das nicht nachher selber noch alles so randomisieren und. Genau. Okay, das ist cool. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Weil das ist ja meine ganzen Kisten daneben an. Ich habe das ja noch mit Kisten gemacht alles. Mhm. Die sind so voll und ich habe so keinen Bock, die alle jetzt ins System zu packen, so, und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach irgendwie das, was du hier machst und lass das mal eben alles leer ziehen da und dann let's go, ne, dann nur noch so. Ja, auf jeden Fall, das ist das Einfachste. Also ich würde dir raten, mit Pipes alle Kisten in eine reinzujagen und die dann einfach an den Importer von Refined Storage anzuschließen. Und dann kriegst du hier halt relativ schnell leer. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich hatte das mir vorher immer so gemacht mit einem Rucksack und dann hatte ich den Rucksack vor einen Importer gestellt unten im Keller und dann habe ich den einfach leer ziehen lassen, so, ne? Aber das dauert halt auch irgendwie Ewigkeiten, immer dieses Hin- und Herrennen und ach, keine Ahnung, das nervt halt irgendwie nur noch. Guck mal in die Kiste rein.
Und ja. Ich habe gerade meinen Rucksack entleert. Komplett vollständig. Du, das geht wirklich flott. Erstens hast du Stack Upgrades bei 3. Und okay, du hast 4 Speed Upgrades, ja. Und Ultra-Importer. Genau, und im Rucksack habe ich dieses Advanced Deposit Upgrade. Dann kannst du halt, wenn du den in der Hand trägst, Shift-Rechtsklick machen und der entleert halt deinen kompletten Rucksack in die Truhe rein. Okay, das ist auch cool, ja. Dann hast es halt instant alles importiert, was du weghaben willst. Ja, mega, das gucke ich mir auf jeden Fall mal ab. Weil ich wollte sowieso noch den Bilder woanders hinstellen, der steht da nämlich ziemlich im Weg. Mhm. Ist das, glaube ich, mit so einem Flag-Network-Point eigentlich ganz gut. Das ja. Platte und dann halt auch so aufbaue, so kann man dann auch mal mit wandern oder so, ne? Ja, genau, deswegen, also ein und derselbe Aufbau steht ja jetzt auch zweimal in der Mining Dimension, weil es halt relativ easy ist und du mal eben fix, und damit man nicht ins Void gezogen wird, auch eine Baufläche bauen kannst. Ja, ja, das ist, ich glaube, ich stand letztes Mal auch einfach auf den Endstone, dann sage ich immer, wo ich bei dir war und in Void katapultiert wurde. Ja, genau. Ist mir denn unten, wo ich jetzt so die ganze Zeit auf den, unten in meiner Base gechillt habe, ist mir das dann auch aufgefallen, beim Kabel verlegen und so, dann unter dem Boden, dann standst du mal drauf und dann hat man so gesehen schon, oh, der Bildschirm hängt schon wieder an, dann schnell rausgehört. Ja, ist bei mir, als ich in der Mining Dimension war, ist das auch sofort passiert. Also deswegen hatte ich das dann auch einmal alles wieder ausgebaut. Ja. Ja, mega. Dann will ich dich auch gar nicht weiter abhalten. Ich glaube, du hast da draußen noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein bisschen was anderes, weil das, das macht, ja, das auch, aber das macht den Kopf kaputt. Da wird man so dröge. Ja, dann bist du die ganze Zeit nur so nachdenklich. Was mache ich das denn? Ja, und das, ich glaube, ein bisschen was anderes machen und dann wieder mit neuen Ideen rangehen, geht dann bedeutend schneller als jetzt da weiterzumachen. Ja, das mache ich ja auch grundsätzlich mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Ja. Eben habe ich hier Garden-Plotches gemacht, so, jetzt muss ich hier noch nachproduzieren, so. Dann will ich jetzt den Raum schon mal anfangen auszuheben und sowas, ne? Ja. Ja, auf jeden. Alles klar, dann würde ich sagen, hört man, ne? Genau, machen wir dann. Tschüss. So, ich habe nämlich eine Idee. Da bin ich gerade wegen den Helmen drauf gekommen. Und hier habe ich die andere Idee. Ich glaube, ich lasse das weiter nach außen ziehen. Und dann drücke ich von hier aus nach hier und nach oben. Also, dass das so diese Bewegung hier macht. Kommt dann eine Wand und die Treppe. Dass die dann hier mit abschließt. Irgendwie so. Ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen. Und dann zieht sich das nach unten und weg und dann fährt das Skelett zusammen und nach oben. Und dann kann man, glaube ich, noch seitlich zwei Türen einfahren lassen, sodass das abgeschlossen ist. Ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen. Ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal gehe ich, glaube ich, mal ins Void. Ja, da habe ich jetzt gerade mal Lust drauf. Besonders diese weißen Bäume. Null. Texture not final. Okay. Also jetzt wollte ich hier mal so ein bisschen umgucken. Und mal gucken, ob ich hier irgendwelche Ressourcen finde, weil ich den Helm und das ganz cool fand.
Aber der Sound ist ja mal übertrieben laut. Und hier sind wir in einer End-Dimension gelandet. Weiß. Void Slayer. Oh cool, grünes Wasser. Mit Fischen. Oh. Regenbogenwasser. Oh, ich glaube, das muss ich mir mal angucken. Das müsste von ETA sein? Okay. Nehmen wir doch das alles mal hier mit. Oh, ich habe mein Agnet vergessen. Bin ich dabei? So, was ist denn das alles hier? Alles mal vorsichtshalber mitnehmen, man weiß ja nie. So. Ja. Was kann ich denn damit machen? Block auf Ambrosia. Block auf Lore. Okay. Das ist Äther. So, und Void Crystal Ore. Void. Strange Ore. Thunder Rock. Crack Astro. So. Was kann ich denn hier draus machen? Void Diffuser. Warhammer Head. Okay. Ah, und die Smithing Tables. Okay. Woher kriege ich die? Titan Chunk. Ah, okay. So ein flashy Ohr. Also Flash kann man es gebrauchen. Echo. Oh, so eine Echo Chestplate. Okay. Hier dieses Flashy. Oh ja.
Aber das habe ich jetzt nicht bekommen, ne? Woher kriege ich denn Tenderil? Das hier spooky aus, ey. Ah, hier, nee. Woher kriegen wir denn dieses Tenderil? All? Ah. Oder ist das relativ weit oben? Thunderstorm? Okay. Das mit den Wolken sieht komisch aus. Sorry.
Okay. Gefühlt gibt's hier nichts mehr Richtiges. Ich glaube, ich will mir eine neue Kosmetik bauen. Ich fand diese Diving. Ja, ich wollte mal gucken. Ich wollte ein bisschen was für Cosmetics machen. Und wollte mal gucken, ob ich hier irgendwie Ressourcen finde, aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen noch was anderes machen muss. Ja, aber ja, kleinen Ausflug gemacht. Und endlich funktioniert so einigermaßen der Totenkopf. Ja. So. Totenkopf will ich aktuell nicht weiterarbeiten. Aber man kann ihn aufmachen. Voll geil. Brauche ich was Neues an Bienen? Ich wollte die Silicon Bee noch machen. Was brauche ich denn?
Reed und Nomad. Reed. Nomad. Ja, das dachte ich halt auch. Und ich hab's aber auch noch nie richtig damit gemacht. Ich habe einen Fahrstuhl gebaut, okay. Aber sonst habe ich noch nichts Großartiges damit gemacht. Und die Idee fand ich ganz cool. Und ja, man kann so viel damit machen, das ist unglaublich. Ja, aber das sieht schon cool aus. So. Jetzt muss der Hintergrund nur noch anders sein. Oh mein Gott. Okay. Ja, fand ich auch. Ich habe, das war vielleicht auch noch eine der Ideen, die ich für das Reaktorkonzept vorhatte. Oh, wo ist denn das hier? Das war das nicht. Boiler Heater hier. Oh, nee, nicht so. Hier, da. W. Das fand ich, das sah halt so geil aus. Und den halt ein bisschen größer. Und muss ja nicht unbedingt hier mit den Magnetic sein. Vielleicht noch ein bisschen raus. Also, ich glaube, das dürfte richtig nice aussehen. Das dann eigentlich nur als Deko-Objekt. Also blöd gesagt, ich werde hier wahrscheinlich nur einen Motor ransetzen oder sowas. Aber das fand ich schon geil. Und was ich auch umsetzen wollte, war vielleicht irgendwas mit nicht mit dem hier, sondern es gab da noch sowas anderes. Finde ich das jetzt auf Anhieb?
Ha, jetzt finde ich das nicht. Ha. Also ich hatte noch was gesehen, da konntest du eine Monorail bauen. Dankeschön. Es gab doch noch was mit Monorail. Ach, wie hieß denn das? Wieso fällt mir das nicht ein? Der hier könnte auch noch cool sein. Das. Das hier wäre die Idee, die ich hatte. Wieso finde ich das nicht? Ah, ich hatte da was Cooles gesehen, aber ich finde es nicht mehr. Ja, das war auch was mit einem Monorail. Na, egal. Finde ich bestimmt noch irgendwie. So.
Boah, sind die am Nerven.